Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneaker Kult und wir schauen uns heute den neuesten Colorway an von Hikmet Sonra Projekt, dem Modell Proto Purpura Machina. Also ich muss sagen, ich bin echt völlig begeistert von dem Teil. Also Hikmet, erstmal herzlichen Dank, dass du mir den zur Verfügung gestellt hast und dass ich jetzt schon ein Video präsentieren darf. Das bedeutet mir echt viel und ich halte den Schuh definitiv in Ehren und der kommt natürlich sofort an den Fuß, verlass dich drauf. Und das ist wirklich ein Schuh für alle Sinne. So dieses Feeling habe ich jedenfalls gerade eben beim Auspacken gehabt. Ich nehme den raus, den Schuh, und man merkt erstmal so richtig, was für eine unglaublich gute Lederqualität das ist. Ja? Dann von der Optik her auch ein Traum meiner Meinung nach. Das ist der schönste Colorway, finde ich, ja, man kennt ja schon alle fünf, die letztes Jahr bereits schon auf Fotos vorgestellt wurden. Und der orientiert sich so ein bisschen an dem 576 Purple Devil Kollaboration mit Soulbox und New Balance. Wirklich ein sehr schönes Modell. Und dann kam auch noch so dieser erste Eindruck dazu, wenn man den ausgepackt hat, kommt nämlich eine wirklich sehr schöne Box. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Schöner Pappkarton, der dann hier nochmal die Initialien von Hikmet mit eingestanzt hat, dann in so einem schönen Papier nochmal mit wie so einem kleinen Gütesiegel hier mit so einer Presse auch nochmal mit dem Logo versehen und der Schuh steht auch drin, also der wird nicht irgendwie so reingelegt, wie man das sonst so kennt, der hat ausreichend Platz da drin, er steht da drin, keine großen Druckstellen, was ja auch manchmal so ein bisschen empfindlich ist bei dem Leder, das war erstmal so der erste Eindruck, also da werden wirklich alle Sinne mit bedient und das hat mir sehr gut gefallen. Also es ist wirklich ein Hammerteil, übrigens auch komplett handcrafted in Germany, das wisst ihr, ist limitiert auf nur 100 Stück, das Ganze ist auch nochmal hier hinten in das Leder der Zunge eingeprägt. Ich hoffe, man erkennt das hier, handcrafted in Germany. Komplett durchnummeriert, jeder Schuh hat seine eigene Nummer. Das hier ist die 66 von 100. So muss es auch sein beim limitierten Schuh. Ihr erkennt hier schon im Detail die Nähte, wie gut das Ganze verarbeitet ist. Schaut es euch mal im Detail an. Man erkennt wirklich keine Fehler und Hikmet hat sie auch schon in dem einen oder anderen Video erwähnt. So eine eckige Naht ist natürlich auch von der Ausführung nochmal weitaus schwieriger und macht so einen Schuh, der sowieso schon etwas teurer ist, weil er made in Germany ist, weil er ein Top-Leder hat, dann nochmal ein kleines Tick teurer. Weil wenn du hier die Maschine ansetzt, nähst du hier hoch, dann musst du absetzen, drehst das Material, setzt wieder neu an, nähst weiter. Also es ist wirklich sehr aufwendig und die Leute, die diesen Schuh hier zusammengebaut haben, die verstehen wirklich was vom Handwerk, das erkennt man sofort. Also es ist echt schade, dass ihr das Leder hier nicht anfassen könnt durch das Video hindurch, aber ich denke, durch die Detailaufnahme wird schon direkt deutlich, was für eine unglaublich gute Qualität das ist. Es fühlt sich so gut an. Ist komplett pflanzlich gegerbtes Leder aus Deutschland, auch von deutschen Kühen und ist auch so das Beste, was man so haben kann. Ja, hier haben wir ein Glattleder, hier nochmal HS-Logo mit drauf genäht und da erkennt man auch nochmal deutlich diese ganz filigrane Nähte, wie sauber das ausgeführt wurde. Hier nochmal Sonra mit eingeprägt. Wir haben kleine 3M-Details, hier ein ganz schmaler Streifen, der um die Ferse herumgeht. Und wir haben ein kleines 3M-Detail hier vorne. Später beim On-Feed werde ich euch die 3M-Details auch nochmal zeigen. Ja, und diese hohe Lederqualität setzt sich dann auch im Schuh nochmal weiter fort. Das könnt ihr euch mal anschauen. Wir haben komplettes Lederlining, Glattleder, das liebe ich. Bis nach vorne komplett Glattleder. Hinten haben wir auch wieder ein Velourleder. Das gibt einfach nochmal ein bisschen Stabilität. Fühlt sich auch sehr angenehm an. Und auch die Innensohle aus Leder. Ich hole sie mal kurz raus. So, ich zeige euch noch die Sohle. Das ist eine EVA-Sohle aus einem Block, ja, also ein bisschen dicker als gewöhnlich, nichts zusammengeleimtes. Das Material ist, glaube ich, jetzt auch der einzige Part, der jetzt aus Italien kommt, aber produziert wird die in Deutschland, wird handgeschnitten und dann wird auch noch hier das HS-Logo eingelasert. Ja, standardmäßig ist der Schuh mit diesen weißen Rope Laces ausgestattet. Der kommt aber noch mit zwei weiteren Laces. Wir haben einmal graue Rope Laces und wir haben nochmal graue Flat Laces. Ich denke, die passen auch ganz gut rein. So, jetzt noch zwei, drei Worte zum Sizing. Den Schuh gibt es nur in vollen EU-Größen von 40 bis 46. Er fällt etwas größer aus, das solltet ihr beachten. Geht eine halbe Nummer runter, wenn das so funktioniert. Ich habe eine US 9, das ist eine 42,5. Für gewöhnlich ist meine True-to-Size-Größe. Und ich bin hier eine halbe Nummer runtergegangen, habe also die 42 genommen. Das entspricht einer US 8,5 und der passt perfekt.
Also ich denke, meine Begeisterung konnte man im Video spüren und ich muss sagen, der Schuh spiegelt auch so den Grundgedanken von Hikmet sehr gut wider. Einfach die Idee, etwas weniger zu konsumieren, dafür eine höhere Qualität. Das kann ich auch jedem empfehlen und dabei bleibt mir dann auch nur noch zu sagen, viel Glück am Sonntag, dann kommt ihr raus auf Hikmet Sonra Seite, beobachtet einfach mal sein Social Media, dann wird auch die Zeit bekannt sein, wahrscheinlich 18 Uhr, wie die letzten beiden Releases. Ja, und jetzt gibt es noch ein kleines On-Feed und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.